Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wassalat wassalam wa rasulillah wa ra'alihi wa sahbi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam, zur frühen Stunde. Wir haben 4.25 Uhr und ich sehe schon, es sind nur wenige von euch gerade noch wach. Wahrscheinlich sind einige am Essen, andere am Beten, Alhamdulillah, je nachdem, wo ihr in Deutschland lebt. Heute geht es darum: Lohnt es sich noch, mit dem Ramadan zu beginnen? Bitte teilt dieses Video, liked dieses Video, schreibt eure Kommentare, damit viele davon profitieren und viele das mitbekommen. Die Seite ist wieder online, wie ihr seht. Wir haben einige technische Probleme erstmal vorübergehend geklärt. Und deswegen abonniert auch diesen Facebook-Seite. Wir werden inshallah bald auch in Instagram anfangen. Und abonniert unsere YouTube-Kanäle. Wir haben zwei YouTube-Kanäle, damit ihr immer wisst, was los ist. Also nochmal, zurück zum Thema. Lohnt es sich noch, mit dem Ramadan zu beginnen? Erst mit dem Ramadan zu beginnen. Der Ramadan hat ja begonnen, das ist ja ein Monat. Ja, von daher, mit dem Ramadan zu beginnen, ist eigentlich ein falscher Ausdruck. Aber im heutigen Slang bedeutet mit dem Ramadan zu beginnen oft, dass man anfängt zu fasten. Und ich meine damit sogar, anfängt, den Islam ernst zu nehmen, beziehungsweise den Ramadan ernst zu nehmen. Denn den Ramadan ernst zu nehmen, dazu gehört nicht nur zu fasten, dazu gehört auch die Gebete zu verrichten, sich von den Sünden so gut es geht fernzuhalten und auch vermehrt nachts die Gebete zu verrichten. Das gehört alles dazu. Und dies soll ein Aufruf sein an diejenigen, die noch nicht angefangen haben oder diejenigen, die... Denn es ist schon fast ein Drittel des Ramadans vergangen, die bisher nicht so zufrieden sind mit ihrer Performance, mit ihrer Leistung in den ersten, im ersten Drittel des Ramadans. Zunächst einmal für diejenigen, die noch gar nicht... Liebe Geschwister im Islam, den Ramadan nicht zu fasten, gehört zu den großen, großen Sünden. Zu den großen Sünden. Denn es ist eine Säule des Islams. Der Prophet ﷺ hat gesagt: Bunya al-Islamu ala khams. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa ikami salat wa itai zakat. Wa saum Ramadan wa hajj al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Das heißt, der Islam ist auf fünf Säulen aufgebaut. Darunter, dazu gehört die Shahada, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und das sind das die einzigen Pflichten, die man hat? Nein, das sind nicht die einzigen Pflichten, die man hat. Wir haben viele Pflichten, aber das wird hier hervorgehoben, weil es so, so wichtig ist. Und deswegen, wenn du noch nicht angefangen hast zu fasten, so mache Tauba zu Allah und fange an. Fange an, heute zu fasten. Fange an, den Ramadan ernst zu nehmen. Es ist nie zu spät, bis du gestorben bist, lieber Bruder.